richtig. Aber bevor ich anfange, möchte ich jemand begrüßen. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Hier ist meine zweite Mama. Das ist die liebe Tante Epi Schmidt-Schlüsselberger. Ich darf sagen, sie ist 88 Jahre alt und sie ist ein Freiheitsgeist immer schon gewesen. Sie kommt aus der Familie von einem wichtigen Mann für uns allen, nämlich dem Herrn Fiegel, der uns im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg die Freiheit ermöglicht hat. Und ich glaube, man sollte ihr einen Applaus geben, wenn ich darum bitten darf. Und ich werde mich jetzt furchtbar blamieren, weil sie hat eine Schwester, die war eine fantastische Schauspielerin und sie glaubt jetzt, ich kann das auch so. Geht nicht, Tante Epi, aber ich bemühe mich. Also, kann ich, ja. Also, wir fragen uns, auch in unserer Gruppe, wo wir das sozusagen organisieren, immer wieder, warum passiert nicht noch mehr für Friede und Freiheit? Wir sind eigentlich unzufrieden. Und ich finde auch jetzt, ich bedanke mich für alle, die da sind, aber es sollten tausende Leute hier sein für Friede und Freiheit, weil das ist wirklich ein enorm wichtiges Thema für einen Menschen, finde ich halt. Friede bedeutet nicht Abwesenheit von Krieg. Krieg und Friede sind die zwei Seiten einer Medaille. Es gibt Kriege, von denen nichts in der Zeitung berichtet wird. Es sind Kriege, die uns in uns selbst stattfinden. Auf verschiedenen Ebenen. Auf der physischen Ebene genauso wie auf der psychischen. Die außen stattfindenden Kriege reflektieren unser inneres, kollektives Bewusstsein. Wenn man das einmal verstanden hat, das ist der Schlüssel, um wirklich auch im Außen Frieden zu bekommen. Die Menschheit befindet sich vor großen Veränderungen, oder besser gesagt, sie ist schon mittendrin in diesen Veränderungen. Den Frieden und die Freiheit, für die wir hier stehen, die schafft man jeder für sich, Tag für Tag, Schritt für Schritt, Gefühl für Gefühl, Gedanke für Gedanke. Erst wenn man sich seines eigenen Wesens im Zusammenspiel mit der Umgebung bewusst wird, kann man zum Gestalter werden. Tut man dies nicht, überlässt man die Gestaltung anderen Mächten. Es ist notwendig, sich schrittweise der eigenen Beschränkungen und der Trägheit, die so weit verbreitet ist, zu entledigen. Die Trägheit, die wir gerne in anderen sehen und kritisieren, mit Recht kritisieren, die haben wir aber auch in uns. Die Trägheit wird von der wachsenden, zentralisierenden Macht künstlich aufrechterhalten und ausgenutzt. Es scheint vielen gar nicht aufzufallen, wie sehr sie die Freiheit ihrer Entscheidungen der Trägheit geopfert haben. Sie folgen den Impulsen und Suggestionen eines immer professionelleren Systems der Manipulation und der Überwachung. Noch bis vor wenigen Jahren waren wir Menschen etwas freier in unseren Entscheidungen und Lebensweisen. Wenn man jetzt die Menschen beobachtet, sieht man ein erstaunliches Bild von gedankenverlorenen, durch die Straße wandelnden Wesen, die nur noch ihr Handy anstarren. Die Begegnung von Mensch zu Mensch findet immer seltener statt. Man will uns einreden, dass die immer effizienteren Technologien alle Probleme lösen und unsere Zukunft zum Besten gestalten werden. Das ist eine große Lüge und eine große Illusion. Ich spreche nicht gegen den Nutzen von Computer, Internet und Handys. Sie sind zum Teil unseres Lebens geworden und wir können sie sehr positiv verwenden. Zugleich aber ist klar, dass sie nur Werkzeuge sind, nicht mehr und nicht weniger. Oft wird die Grenze allerdings schon überschritten. Vor allem die Grenze zwischen der realen Welt und der virtuellen digitalen Welt. Die
Diese Grenze wird überschritten, wenn wir unsere Aufmerksamkeit mehr dem Virtuellen als dem Reellen widmen. Wenn wir anstatt jemand physisch zu treffen, so das geht, nur noch mit SMS, Facebook oder sonst irgendwas mit einem Mensch verkehren. Damit stirbt ein Stück Menschlichkeit und die Qualität der Kommunikation wird immer ärmer. Es ist so ein Unterschied, ob ich mit jemand direkt spreche, ihn sehe, ihn fühle, auf seine Reaktionen reagieren kann, die Kommunikation optimieren kann oder ob ich ihm ein SMS schicke, möglichst noch mit vielen Kürzeln. Das ist absurd. Eine andere Grenze, die schon weit überschritten ist. Es wird von uns neuerdings verlangt, dass wir die Arbeit einer Maschine tun sollen. Die nun erforderlichen IBAN und BIC-Zahlen zum Beispiel, sie sind lächerlich lang und es ist eine Unverschämtheit, dass wir die nun alle schön brav in die Formulare ausfüllen sollen, um irgendwas überweisen zu können. Dasselbe gilt für die vielen PIN-Codes, die wir uns merken sollten, damit wir in unsere digitalen Geräte hineinkommen. Um noch einmal auf das Verschwinden der Grenze zwischen realer und digitaler Welt zurückzukommen. Wenn Menschen statt reale Menschen zu treffen und zu erleben, ihr Leben nur noch über Facebook oder auf YouTube oder sonst irgendwas stattfinden lassen und sich über die Hundertschaften von Freunden definieren, dann wird es ganz bedenklich. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich sage. Wie viele Freunde, echte Freunde hat ein Mensch? Also ich bin eigentlich nur zu Facebook gegangen, weil ich einfach durch die Organisation einen Facebook-Account gebraucht habe. Und dann plötzlich habe ich lauter Freunde Anträge bekommen und dann instinktiv habe ich mir gedacht, ich kenne die Typen gar nicht. Warum soll ich den jetzt zu meinem Freund deklarieren? Das ist subtil absurd. Ja, es ist wirklich absurd. Also ich werde das Facebook wieder verlassen, weil das ist so eine illusorische Geschichte. Ja? So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also, ich habe letzte Woche davon erzählt, dass die Crew, die Facebook organisiert, einen Test gemacht hat mit 800.000 Facebook-Usern, um herauszufinden, ob sie sie emotional beeinflussen können. Und sie sind drauf gekommen, ja, das geht. Und ich kenne Leute, die sind wirklich emotional so mit diesem Facebook-Account verwoben, dass die entsetzt sind, wenn sie eben in Diskussionen mit anderen ausbrechen. Ich meine, ihr kennt das alle besser wahrscheinlich als ich. Ich meine, wenn ich das sehe, dass ein Mensch sich in so eine digitale Welt verliert, dann finde ich das eigentlich sehr traurig, um ein nettes Wort zu sagen. Was passiert ist, dass wir eigentlich durch sowohl die Medien als auch durch TV, Radio und jetzt auch durch das Internet so in unserem Bewusstsein extrem angegriffen werden. Es ist wirklich ein Angriff auf unser Bewusstsein, auf unsere Lebensqualität als Mensch. Und der freie Wille soll dadurch immer mehr beeinträchtigt werden. Das Ziel meiner Meinung nach ist, dass man mit aller Gewalt diese Matrix, diese bestimmte Art von Realität künstlich aufrechterhalten möchte. Es ist eine Realität, wie sie uns alltäglich vorgespielt wird, mit Kriegsszenarien und vermeintlichen Bedrohungen, Vogelgrippe, Ebola, Grippeimpfungen, Zeckenimpfung etc. etc. Ein ständiger Strom von Horrorvisionen, Endzeitstimmungen, Lügen, Betrügereien. Es ist genauso, wie sich das ein krankes Hirn ausmalt eigentlich, wenn man sich das überlegt. Und wir akzeptieren das und spielen mit? Wirklich? Solange wir auf die noch so bedrohlich wirkenden äußeren Szenarien mit Angst reagieren, füttern wir diese Realität mit unserer Energie. Denn Angst ist eine Form der Energie. Anscheinend füttern wir allerdings noch nicht genug, denn erst gestern habe ich gelesen, dass man noch ein neues Szenario der Angst ausrollen möchte, und zwar ISIS, der sogenannte Nachfolger der Al-Qaida, die Insider in Amerika auch Al-CIA da nennen. ISIS ist also nicht genug, jetzt kommen auch noch die Khorasaner. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon gehört habt. Also, die Geheimdienste meinen, dass die Khorasaner
Al-Qaida, also Al-CIA-Veteranen sein, aus verschiedenen Ländern des Nahen Ostens, die auf klassische Attacken ins Ausland setzen und dadurch eine größere Bedrohung für uns wären als die ISIS. Auf gut Deutsch heißt das. Damit hat man natürlich wieder noch mehr Vorwand, um die Menschen hier zu kontrollieren. Und das dient natürlich nur unserer Sicherheit und könnte natürlich auch zur höchsten Angst und Hysterie hier führen. Und das ist natürlich dann genau das, was das System möchte. Denn das, was die Menschen wirklich brauchen, eine Zeit für Ruhe und Friede, um das einzig Wichtige zu tun, wofür sie eigentlich auf diese Welt gekommen sind, das will man ihnen nehmen. Wir kommen auf die Welt als Seele mit einem Ziel, jeder ein anderes. Aber ein großes Ziel ist, sich selbst zu finden und zu wissen, was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens? Und was ist eigentlich hier jetzt meine Lebensaufgabe? Was möchte ich in diesem Leben hier tun? Was möchte ich erreichen? Wie kann ich ein erfülltes Leben leben? Und je mehr das mir gelingt und je mehr ich bewusst werde, das ist ein Prozess, den macht man über viele, viele Jahre, desto glücklicher und ausgeglichener wird man und ruhiger wird man. Und die Leute, die das ignorieren und nicht verstehen, dass das eigentlich hier unsere Aufgabe ist, das sind die Leute, die immer verrückter werden. Verrückt, ich will das jetzt nicht als böses Wort verwenden, aber im Sinn von, dass sie nicht für sich ihre Wahrheit erkennen. Sagen wir mal so. Das drückt sich dann auch in Krankheiten und so weiter aus. Ganz tief dann drinnen, unser wirklich tiefes Ziel ist es, das, was wir sagen, wir sind alle eins. Wir kommen alle von einem Ganzen und wir sind sozusagen Seelenteile, die also das Leben in verschiedenen Perspektiven verstehen wollen. Und unser ganz tiefes Ziel und das, was wir auch Liebe nennen, ist, dass wir wieder zurück zu diesem Ganzen kommen, dass wir wieder vereint in einem Ganzen sind, in großer Liebe. Und das ist eigentlich eine so eine tiefe Sehnsucht, die viele gar nicht sich eingestehen wollen oder nicht verstehen wollen und die dann ihren Ausdruck auch in komischen Handlungen und Emotionen finden kann. Wir haben eine außergewöhnliche Fähigkeit in uns, Selbstschöpfer zu sein. Aber diese Fähigkeit ist latent, sie kommt nicht bei allen von selbst heraus. Dazu benötigt man Training Tag für Tag. Es ist sozusagen ein innerer Krieg um dumme Gedanken, Emotionen wie Angst und Sorgen, Neid und Hass zu transformieren. Denn alles ist Energie und man kann lernen, mit dieser Energie umzugehen. Dazu ist es auch notwendig, die bereits angesprochene Trägheit zu überwinden, die man uns durch falsche Ernährung, Mangel an Nährstoffen, die wir zur Heilung benötigen, durch Glaubenskonstrukte, Illusionen, Memes aufrechterhalten will. Man will ein passives, verdummendes, ängstliches Wesen schaffen, das von einem alleswissenden Staat oder besser einem globalen Verwaltungskonstrukt ausgenutzt werden kann, bis es nicht mehr dient und dann entsorgt wird. In den Augen gewisser Verwalter sind wir keine Menschen, keine göttlichen Wesen, sondern Chattel, auf Englisch bewegliches Gut, mit dessen Wert an der Wall Street gehandelt wird. Das ist nicht Theorie, das ist Fakt. Man will uns der Größe unseres spirituellen Wesens berauben, denn man weiß, dass in dieser neuen Epoche, die vor ein paar Jahren begonnen hat, unsere spirituellen Fähigkeiten wachsen, bei vielen von uns. Und dann gibt es einen Punkt, an dem wir kein Spielball mehr für diese Macher sind. Dann sind wir Gestalter in voller Größe und in großer Freude gemeinsam mit den anderen Menschen. Aber ehe es so weit ist, gibt es viel zu tun. Sowohl in der äußeren Welt, wie auch vor allem im Inneren, in uns. Es geht um die Heilung, um das Finden des hohen und tiefen Bewusstseins von jedem Einzelnen von uns. Da gibt es Schritte dahin. Der erste Schritt ist, erkennen, dass es etwas zu tun gibt und den Willen,
damit zu beginnen. Der zweite Schritt ist Heilung des Körpers durch Entgiftung und gute Ernährung. Krankheit ist kein natürlicher Zustand. Krankheit ist nur ein Zeichen eines Mangels, zumeist eines seelischen Mangels, der auf sich aufmerksam macht. Drittens, Pflege des Körpers durch physisches Training, Massage, was auch immer. Viertens, Heilung und Erweckung der spirituellen Kraft durch Zeit, die man sich selbst nimmt, um in die innere Ruhe zu gehen, durch Introspektion, durch Auflösung von Glaubenskonstrukten, Abhängigkeiten, Verträgen, um so einen immer größeren inneren Frieden und eine innere Freiheit zu erlangen. Und fünftens, die Fähigkeit entwickeln, sich selbst zu lieben, denn nur dann kann man auch andere lieben. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Der sechste Punkt, der letzte Punkt, das große Thema der Liebe. Es gibt dazu so viel zu sagen und eigentlich, wir wissen so wenig darüber. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht, genau vor einer Woche, durch einen luziden Traum, den ich haben durfte. Und der hat mich was Neues gelehrt. Es gibt eine Liebe, die eine Liebe ohne Mitgefühl ist, ohne Emotion, in irgendeine Richtung. Und dadurch ist sie so besonders mächtig. Sie ist absolut rein. Sie heilt und sie transformiert Energie, ohne Ego, ohne Limitierung durch das beschränkte Bewusstsein. Es ist ein Gefühl, das man in seinem ganzen Körper fühlt und das man nicht mehr vergisst und immer wieder abrufen kann. Es ist unglaublich schön und zeigt mir, dass die Transformation des Menschen voll im Gang ist. Wir können diesen inneren Krieg gewinnen und damit auch die äußeren Kriege überwinden. Das ist das, was ich euch heute sagen wollte, und ich wünsche euch allen großen inneren Frieden und große innere Freiheit. Danke.